Einen recht schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu unserer kleinen Veranstaltung. Ich begrüße besonders die Angehörigen unserer ehemaligen Rektoren, Professor Hosoi und Professor Kenje. Ich begrüße Vertreter anderer Universitäten, die mit Professor Kenje und Professor Hosoi zusammengearbeitet haben. Und ich begrüße auch all unsere Gäste aus den Gremien sowie die Mitarbeiter dieser Universität. Die Idee, Gedenktafeln für die verstorbenen Rektoren anzubringen, wurde vor etwas mehr als einem Jahr getroffen. Und wir haben dann überlegt, wo können wir sie hinpacken, wo können sie angebracht werden, dass möglichst viele Besucher der Universität sie sehen. Wir haben diesen Platz gewählt. Ich denke, das ist eine gute Wahl gewesen. Lassen Sie mich bitte einige Worte zu den beiden Personen sagen. Professor Hosoi, 1932 geboren, 2016 verstorben, war Gründungsrektor dieser Universität von 2002 bis 2003. Er war Turkologe, also ein Vertreter eines Faches, das hier an der Universität nicht vertreten ist. Aber trotzdem hat ihn wahrscheinlich seine vielseitige Tätigkeit und seine großen Erfahrungen in der Wissenschaft dafür ausgewählt, hier als Gründungsrektor wirken zu dürfen. Professor Hosoi lehrte in Bulgarien, war 20 Jahre in Berlin, war Lehrstuhlinhaber auf Zypern, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Ungarn und in der Türkei, war Direktor des Akademieverlages in Budapest. Und wenn ich jetzt seine Reisen, Vortragsreisen noch aufzählen sollte, dann würden wir wahrscheinlich noch in einer Stunde hier stehen. Ich glaube, er hat die ganze Welt bereist. Er war ein international anerkannter Wissenschaftler. Wer an der Veranstaltung, der Gedenkveranstaltung für ihn teilgenommen hat, hier oben im Spiegelsaal, wird sich an die Teilnehmerzahl und auch an die hochkarätigen Teilnehmer erinnern können, also Akademiepräsidenten aus Usbekistan und so weiter waren anwesend. Professor Hosoi war das, was man heute als international sehr gut vernetzt bezeichnet. Er hatte seine Verbindungen überall und hatte auch die Fähigkeit, leicht Kontakte zu ihm bis dahin noch unbekannten Personen zu knüpfen. Und ich denke, das war wichtig in der ersten Phase der Universität, in der es darum ging, die Universität bekannt zu machen, in der es darum ging, zu zeigen, dass es diese Universität gibt. Und ich denke, das war auch eine Möglichkeit, wer sich erinnert, weiß, es gab damals zwei Mannschaften, die diese Universität machen sollten. Ihm ist es gelungen, die zweite Mannschaft mit ins Boot zu holen und den Leiter dieser Mannschaft zu seinem Prorektor zu machen. In der Gründungsphase der Universität hat er sehr viel getan. Professor Kenje, 1953 geboren, 2017 verstorben, war Rektor von 2003 bis 2007 an der Universität. Er war Jurist, vertrat also ein Fach, was an dieser Universität unterrichtet wurde, und er unterrichtete es auch. Zu dieser Universität kam er aus Pécs, der Universität Pécs, an der er einen Lehrstuhl hatte für Zivilprozessrecht und auch Dekan der juristischen Fakultät war. Es gibt auch heute noch das von ihm verfasste Buch über diesen Bereich, das immer noch als Grundlagenwerk gilt. Ich kann hier nicht umhin, eine persönliche Sache über dieses Buch zu erzählen, die gleichzeitig auch ein Einblick in die Arbeits- und Denkweise von Professor Kenjel gibt. Das Buch soll nicht leicht zu lesen sein, und noch schwerer sollen die Klausuren bzw. mündlichen Prüfungen bei ihm gewesen sein. Ich habe davon Legenden gehört von verschiedenen Leuten und bin bei einer Person bestimmt mindestens drei Etagen nach oben gestiegen, als ich mich erkundigt hatte: Was, du liest das Buch von Kenje? Sagt er, wieso, kennst du ihn? Ich sage, ja, natürlich. Das war ein solches Plus für mich bei der entsprechenden Person,
dass von dem Moment an ein, ja, nahezu ein weiß ich nicht was, Auszeichnung um meinen Hals herum hing. Die Prüfung war nicht leicht, aber er verstand es immer wieder, auch die Erfolglosen nicht gelungenen Prüfungen neu zu motivieren. Er war geschätzt als Lehrer, aber aller Wahrscheinlichkeit in erster Linie als Mensch. Ich denke jetzt hier ganz konkret an die Gedenkveranstaltung, die an der Károly Gáspár-Universität veranstaltet wurde, über die ich nichts anderes sagen kann als bewegend. Das war eine bewegende Veranstaltung, wie dort an ihn gedacht wurde. Er war Rektor, wie gesagt, von 2003 bis 2007. In der Zeit arbeitete er noch an der Universität Pécs und verteidigte seine Dissertation an der Akademie der Wissenschaften. Und auf die Frage, wie er das schafft, hat er immer die einfache Antwort gegeben: Time Management. Das heißt, er war ein extrem disziplinierter Mann, und ich glaube, das war auch der Grund dafür oder die Gabe dafür, dass er in seiner Zeit als Rektor an der Universität in der Verwaltung und auch im wissenschaftlichen Personal bestimmte Strukturen stabilisieren konnte. Wir verneigen uns vor den beiden Rektoren, die sehr viel für die Universität getan haben. Und ich möchte Altrektor Maschert bitten, mit mir zusammen diese Gedenktafeln zu enthüllen. Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Veranstaltung, und unsere Gäste möchte ich bitten, uns nach oben zu begleiten.